Die Wahrheit ist, Deutschland trägt beim Wachstum in Europa die rote Laterne. Gemeinsam mit Italien. Die anderen Länder Europas wachsen mittlerweile schneller als die Bundesrepublik Deutschland. Das muss doch Anlass zur Sorge sein für die Bundesregierung. Und da habe ich wenig Verständnis dafür, dass diese Sorge auch in der Rede des Bundesfinanzministers jedenfalls nicht vorgekommen ist. Sie sind in Wahrheit eben eine große Koalition, Herr Scholz, des Stillstands. Und ich will noch mal, weil er ja gerade zurückliegt, vergangenen Tagen auf den Bundesparteitag der CDU zu sprechen kommen. Ich fand das schon spannend. Der Bundesparteitag der CDU beschließt die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Er beschließt eine Unternehmenssteuerreform. Er beschließt ein Digitalministerium. Es ist super einfallsreich, das, was wir hier im Bundestag vorschlagen als FDP, auf einem Bundesparteitag der CDU zu beschließen, aber nichts davon in reale Politik in Deutschland umzusetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. Nichts davon.